Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das Thema Funkfernbedienung FFD. Mein Name ist Paul Frieck und ich hoffe, dass Sie am Ende des Videos die Funkfernbedienung vorparametrieren können, so dass man sie am Ende auch in Aktoren einlernen kann. Diese Themen erwarten uns heute. Einsatzgebiete, wo kann man sie verwenden? Welche Eigenschaften hat die Funkfernbedienung und wie sind die deren Tasten und deren Belegung mit den Sonderfunktionen zu verstehen? Man kann sie beschriften, man kann dort Namen nennen, auch da gehen wir drauf ein. Aber Hauptschwerpunkt wird sein Programmierung über die PCT14, eine Toolsoftware, die es sehr einfach möglich macht, mit der Fernbedienung zu arbeiten und sie vorzuparametrieren. Am Ende wird noch eingelernt in die entsprechenden Aktoren und wer bis zum Schluss dran bleibt, der bekommt auch noch Hintergrundwissen über die Identität der entsprechenden Kanäle. Da geht es um den Hexcode, den die Fernbedienung benutzt. Wo kann diese Fernbedienung überall eingelernt werden? Sie sehen hier das Logo N-Ocean mit der Frequenz 868 MHz. Alle Aktoren, die diesen Standard unterstützen, können diese Fernbedienung lernen und darüber bedient werden. Zwei Beispiele haben wir hier. Einmal ein dezentraler Aktor für die Unterputzdose oder auch Baureihe 14 von Eltaco als Reineinbaugerät. Gibt viele andere Aktoren in der N-Ocean Allianz. Entscheidend ist, dass dieses Protokoll unterstützt wird. Schauen wir uns mal die Eigenschaften des Gerätes an. Das ist eine 50-Kanal-Fernbedienung, von denen jeder Kanal über vier weitere Telegramme oder unterschiedliche Telegramme verfügt. Zudem gibt es noch vier Zielwahltasten, zum Beispiel um Direktzugriff zu haben für eine Szene oder eine Zentralfunktion. Das Display wird beleuchtet, ist automatisch abschaltbar zwischen 10 und 90 Sekunden und die 50 Kanäle können beschriftet werden. Dazu stehen pro Kanal 10 Buchstaben zur Verfügung. Programmierbar ist sie grundsätzlich auch von außen über die Tasten. Viel einfacher geht es aber mit der PCT14. Sie sehen die USB-Buchse, den blauen Pfeil. Da gehen wir gleich genauer darauf ein, wie das denn programmiert wird. Sie ist verriegelbar, um einfach auch einen Schutz zu haben, dass nicht versehentlich was gelöscht wird. Und man kann sie am Ende kopieren, das heißt die Base-ID, die ist änderbar. Um zu verstehen, wie die Fernbedienung grundsätzlich funktioniert, möchte ich auf die Codes eingehen, die sie benutzt. Die Basis ist immer der Funktaster, der in der Regel aus zwei Wippenhälften besteht. Dort liegen Codes hinter 10, 30, 50 und 70 und das Fadenkreuz benutzt sie ganz genauso, oben, unten, links und rechts. Aber die linke Wippe ist nach rechts gedreht, das heißt links wird die 10 benutzt und rechts die 30. Oben steht es nochmal an dem Fadenkreuz dran, wie die entsprechenden Wippen denn auch beschriftet sind. Und es gibt Anleitungen, dort wird nicht mit den Codes gearbeitet, sondern da stehen die Buchstaben A0, A1 oder B0, B1 dran. Das sind meistens Anleitungen, die von direkt von den Ocean kommen. Da sieht man einfach jetzt hier nochmal den Vergleich, um zu wissen, welche Wippenhälfte und welcher Code am Ende benutzt wird. Die Software kann über Tastenkombinationen programmiert werden und so gibt es Sonderfunktionen. Und ich möchte jetzt Nummer 3 erklären. Es geht hier um die Hintergrundbeleuchtung. Drückt man die Pfeiltaste nach oben und nach links gleichzeitig, so kann sie aktiviert bzw. deaktiviert werden. Es empfiehlt sich, wenn man die Fernbedienung auch im Dunkeln nutzen möchte, dass sie dementsprechend aktiviert ist. Und mit dem ersten Tastendruck würde sie dann auch einschalten. Die Zeitabschaltung, wann sie denn wieder ausgeht, kann man über die entsprechenden Tastenkombinationen links und rechts gleichzeitig drücken. Da gelangt man über das erste Sprachmenü weiter zur Display-Zeiteinstellung und dort ist eine Zeit wählbar zwischen 10 und 90 Sekunden. Drückt man die Taste runter und nach links gemeinsam, dann kann man sich den Akku und den Ladezustand anzeigen lassen und abfragen. Beim Einrichten der Software fragt sie am Ende auch nach den entsprechenden Steuerbefehlen, die verwendet werden sollen. Und so gibt es, Sie sehen es gerade hier, Universaltaste, Richtungstaste, Zentral-Ein- und Ausbefehle oder auch entsprechende DIMM-Werte, die eine Art Szene aufrufen. Mit nur einer Taste werden die Universaltaster sozusagen benutzt. Hier, wenn ich eine Universaltaste gewählt habe, ist am Ende nur die OK-Taste aktiv. Die anderen vier Richtungstaster haben da gar keine Relevanz. Für eine Jalousiesteuerung eignet sich viel eher ein Richtungstaster, also eine Taste hoch zum Hochfahren, die andere zum Runterfahren. Ich kann aber auch die linke oder rechte Taste dazu benutzen. Ja, dafür stehen entsprechend definierte Schaltzustände zur Verfügung. Wähle ich aber die Funktion zentral ein bzw. zentral aus, dann werden nur die Tasten oben und unten in der Auswahl
zur Verfügung gestellt. Die Tasten links und rechts haben dann keine Funktion mehr. Wenn ich mich für die Funktion Dimmwerte entscheide, stehen mir wieder alle vier Tasten zur Verfügung. Wichtig ist zu wissen, dass je nach Funktion, die man hier wählt, nicht gleich jede Taste verfügbar ist. Aber ich denke, spätestens beim auch ausprobieren wird man herausfinden, welche Taste denn am Ende eine Funktion auslöst und welche nicht. Dieses Bild haben wir schon im letzten Webinar gesehen. Hier geht es auch darum zu verstehen, dass man eine Fernbedienung auch für eine Zentralsteuerung, für eine Gruppensteuerung benutzen kann. Ich kann sie natürlich einzeln einlernen, ich kann sie in mehrere Aktoren gleichzeitig einlernen, damit eine Gruppe entsteht. Ich kann sie gruppenüberlappend benutzen. Ja, ich kann sie getrennt für Jalousien oder für Beleuchtung nutzen. Da gehen wir jetzt mal nicht mehr drauf ein, aber einfach wichtig ist, dass man das dokumentiert, in welchen Aktoren das am Ende eingelernt wurde und dass man sich vielleicht vorm Einlernen vorher Gedanken macht, wie das Ganze denn funktionieren soll. Wie sehen die Einträge meiner 50 Kanäle aus? Wir beginnen mit der Namensvergabe, entweder die Gruppe mit Namen nennen oder den Einzelverbraucher. Dem muss ein Kanal zugeordnet werden, 1 bis 50, und die entsprechende Funktion, die verwendet werden soll, Zentralbefehl, Richtungstaste und so weiter. Das heißt, jeder Eintrag besitzt drei Informationen. Kommen wir zur Programmierung mit der PCT 14. Sie gehen auf der Internetseite www.eltaco.com. Dort gibt es einen Reiter, der heißt Software, und dort finden Sie zum kostenlosen Download unsere Software. Das Schnittstellenkabel liegt der Fernbedienung bei, und wenn Sie die USB-Schnittstelle mit Ihrem Rechner verbinden, dann kann man sich dort dementsprechend eine Verbindung herstellen und die Programmierung ganz einfach über die Oberfläche machen, und das werden wir uns gleich anschauen. Wenn die USB-Verbindung steckt und die PCT14 ist gestartet, dann klickt man oben auf den Knopf, der vorher noch rot ist. Man sieht es hier rot, wenn der verbunden ist, ist er grün. Und man geht auf die linke Spalte mit rechtem Mausklick und wählt den Menüpunkt Geräteliste hinzufügen und Gerätespeicher auslesen. Und dann beginnt die Software, die FFD auszulesen. Wenn das Auslesen beendet ist und Sie befinden sich in der Konfigurationskarteikarte, dann sehen wir diese Einträge. Unten sind die entsprechenden Einträge der Kanäle, da werden wir gleich nochmal genauer hinschauen und dort Änderungen vornehmen. Rechts sieht man die Base-ID, das ist die Identität der Fernbedienung, die ist änderbar. Man sieht die entsprechende Verriegelung, ob sie gewünscht ist oder nicht. Und Sie können auch die Ausschaltverzögerung wählen zwischen diesen Zeiten 10 und 90 Sekunden. Das geht alles auch über die Software. Es ist wichtig, jetzt, dass ich mal darauf hinweise, wenn Sie später Änderungen vornehmen, sollten Sie die, wenn es geht, direkt übernehmen. Dort sieht man oben dieses kleine Dreieck, dieses rote Dreieck. Solange dieses rot ist, wird angezeigt, dass Daten noch nicht übernommen wurden. Lieber einmal öfter auf Daten übernehmen oder direkt aufs Gerät übertragen. Wenn man die Karteikarte wechselt, kann sein, dass die Daten direkt wieder verworfen sind. Oben sehen wir noch die zwei Button, die zwischen Trennen und Verbinden einfach dargestellt sind. Also wenn ich einen roten Button sehe, kann ich nichts überspielen. Bei grün ist die Verbindung da und dann kann ich auch auf der Fernbedienung Daten übertragen. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem unteren Fenster. In der Regel ist der leer und da wollen wir jetzt Einträge anlegen. Das heißt, mit der rechten Maustaste klicken wir einfach mal in diesem Fenster rein. Es öffnet sich das Menü und dort wählen wir Eintrag einfügen aus. Dann öffnet sich ein neues Fenster und dort müssen wir genau die drei Informationen, die wir vorhin besprochen haben, ablegen. Als erstes einen Namen vergeben, dann den Kanal, der sollte, wenn es geht, immer nur einmal vorhanden sein, den sollte man nicht doppelt vergeben. Und dann kommt die gewünschte Funktion, ob es ein Universaltaster ist oder ein Zentralbefehl, das bleibt Ihnen überlassen. Und wenn die Daten geändert sind, dann einfach Daten übernehmen klicken und das Fenster schließt sich wieder. Wenn der Datensatz übernommen wurde, dann steht der dort oben auch drin. Und vielleicht habe ich ja noch mehrere Einträge zu machen, dann klickt man mit der rechten Maustaste wieder in diese Menü, wählt dann aber den Menüeintrag anfügen. Eintrag anfügen wählen und es öffnet sich erneut wieder das Fenster von gerade und ich kann einen weiteren Eintrag auch hinzufügen. Es geht so wesentlich einfacher, als dass man versucht, diese ganzen Einträge mit diesen Tastenkombinationen einzuprogrammieren. Hier geht es wesentlich einfacher.
Ist ein Eintrag vorhanden und ich möchte ihn gerne ändern, gibt es natürlich dort auch ein Menü. Das heißt, ich selektiere mir mit der Maus diesen Eintrag, rechten Mausklick und dort gibt es dann den Menüpunkt Eintrag ändern. Es öffnet sich wieder das bekannte Fenster, aber mit den bereits von mir vorgegebenen Daten und jetzt kann ich die entsprechenden Parameter ändern, den Namen ändern, Kanäle ändern und so kann ich jeden einzelnen Eintrag auch nachträglich nochmal wieder ändern. Ist die Programmierung abgeschlossen, aber die Reihenfolge noch nicht so, wie der Endkunde sie gerne wünscht, dann gibt es da auch die Möglichkeit, die Einträge zu verschieben. Einfach mit der rechten Maustaste den entsprechenden Eintrag anklicken, hier zum Beispiel Pumpe 1 und dort gibt es dann den Menüpunkt Eintrag verschieben. Das geht dann immer nur schrittweise. Ich muss dann diesen Schritt immer mal wieder einmal wiederholen. Entweder nach oben oder nach unten verschieben. Das geht dann immer nur einmal. Ich kann nicht sagen, gehe direkt nach oben. Aber es ist einfach eine Möglichkeit, auch dann eine neue Sortierung reinzubringen. Und ich kann dem Kunde das, ohne jetzt alle Dinge neu machen zu müssen, einfach neu ordnen. Ja, und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Einträge wieder zu löschen. Man editiert den vorhandenen Eintrag, rechten Mausklick. Dort gibt es wieder den Menüpunkt Eintrag löschen. Da kommt nochmal die Bestätigungsabfrage. Wenn ich die mit Ja bestätige, ist dieser Eintrag auch schon wieder gelöscht. Und dann gibt es noch die Kurzwahltasten. Kurzwahltasten sollen ein Schnellzugriff sein. Wir haben 4 zur Verfügung. Wichtig ist, dass ich vorher entsprechende Kanaleinträge habe und die kann ich dann am Ende nochmal belegen auf die Kurzwahltasten. Und ich benutze jetzt hier zum Beispiel einmal Jalousie, 2 Kurzwahltasten zum Rauf- und Runterfahren oder Licht, 10 Werte für meine Stehleuchte. Man sieht oben, dass die Einträge schon vorhanden sind und unten in dem Fenster suche ich dann meine Funktion raus und ordne dazu, welcher Wert denn auf dieser Zielwahltaste 1 zum Beispiel abgerufen wird. Sind alle Einträge geändert, müssen sie natürlich auf die Fernbedienung übertragen werden. Darauf achten, dass es oben grün ist, man muss verbunden sein. Einfach auf FFD klicken, Gerätespeicher beschreiben, man bestätigt mit Ja und dann werden die Daten auf die Fernbedienung übertragen. Ist die Fernbedienung programmiert, muss sie abschließend noch in die Aktoren eingelernt werden. Dazu muss der Aktor natürlich erstmal in die Lernposition gebracht werden. Ich suche dann in meiner Fernbedienung den entsprechenden Kanal und jetzt ist es wichtig, bei einer Universaltaste darf ich nur die OK-Taste drücken, bei einem Richtungstaste wähle ich den entsprechenden Pfeil. Befehl rauf oder runter, in der Regel wieder Rauf-Befehl zum Einlernen benutzt als Richtungstaster. Ist dann der Aktor eingelernt worden, dann wird er am Ende noch auf die Betriebsfunktion gestellt. Also Aktoren mit einem Drehschalter müssen abschließend noch in die Betriebsfunktion gesetzt werden. Tippfunkaktoren sind automatisch im Betrieb und damit ist die Inbetriebnahme abgeschlossen. Also das Einlernen verhält sich genauso wie mit einem normalen Funktaster. So, abschließend gehe ich nochmal auf die Identität der Kanäle, also Hintergrundwissen im Hexcode-Bereich der Fernbedienung ein. Sie haben am Anfangsbild gesehen, dass jede Fernbedienung eine Art Rumpf-Base-ID benutzt. Meine Fernbedienung hatte die Rufnummer Rumpfnummer FF, A0, AF und 00. Manchmal steht dort auch eine 80 am Ende. Und mit jedem Kanal, der in der Fernbedienung angelegt wird, zählt die Fernbedienung eine Nummer hoch. Das heißt, im ersten Kanal benutzt sie die Endziffer 01, im zweiten Kanal die 02. Und das passt noch bis Kanal 9, aber da wir im Hexcode-Bereich sind, wird aus dem Kanal 10 dann 0a und so weiter 0b. Bei Kanal 15 sind wir dann bei F und ab dem Kanal 16 sind wir dann wieder bei 1.0 und dann geht das Ganze so weiter. Die Fernbedienung kann 50 Kanäle, das heißt, sie zählt die Zahlen weiter hoch bis auf 50. Und genau diese Ziffern findet man bei Aktoren, die man auslesen kann, dann wieder. Und daher findet man genau raus, an welche Stelle sie sich eingelernt hat und könnte sie zur Not sogar, wenn man weiß, mit welchen Kanälen sie hier arbeitet, könnte man sie händisch dort eintragen. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich freue mich, dass Sie reingeklickt haben. Hoffentlich konnte ich Ihnen einige Tipps geben und ein bisschen zu verstehen, wie die Fernbedienung funktioniert. Sie sehen noch einige Kontaktdaten hier. Entweder rufen Sie an oder schreiben uns eine kurze E-Mail. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wiederschauen.